Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Freitagnachmittag. Da steht noch so eine Frage im Raum, im Nachklapp zu dem Interview, das ich mit der großartigen Hilge letzten Sonntag geführt habe, wie sie ihren Seelenplan entdeckt hat und ihre Mission, ihren Seelenberuf daraus kreiert hat und da ja, ganz durchstartet, bald. Und zwar war die Frage, ob denn psychische Erkrankungen, hallo liebe Annette, ob denn psychische Erkrankungen immer so der Auslöser sein müssen, um in der Akademie zu starten. Und das muss natürlich nicht der Fall sein, denn ich sehe das so mit diesen Krankheitssymptomen, Disharmonien, wie ich es gerne lieber nenne als Krankheitssymptome, dass das alles Botschaften von unserer Seele sind. Ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben. Ich hatte ganz, hallo liebe Hilke, ich hatte ganz, ganz viele Botschaften, die mein Körper mir geschickt hat. Körperliche Symptome, Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Schulternackensyndrom. Ich hatte Neurodermitis, so schlimm, dass ich mir nachts die Oberarme blutig gekratzt habe. Ich hatte Augenschmerzen. Das war teilweise so heftig, dass ich, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, rechts ranfahren musste und ja, weil ich die Augen einfach zumachen musste. Und war natürlich auch bei vielen Ärzten dann immer mal wieder und habe da abchecken lassen, was da mit mir nicht stimmt, aber niemand hat wirklich was gefunden. Und das waren letzten Endes alles Botschaften, die meine Seele mir geschickt hat über den Körper. Vielleicht hast du zu diesem Satz schon mal gehört, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Und so war ich ja auch viele Jahre richtig töricht unterwegs und habe diese Botschaften, die meine Seele mir geschickt hatte, dann schließlich über den Körper. Denn die ersten Botschaften, die Seele uns schickt, um uns darauf hinzuweisen, dass wir auf dem Holzweg unterwegs sind, dass es doch bitte darum geht, uns daran zu erinnern, warum wir denn überhaupt hierher gekommen sind auf Mutter Erde. Da spricht die Seele erstmal mit uns über die leise Sprache in Form von Gefühlen in erster Linie. Da ist so in einem etwas drin, so ein Gefühl, wo man denkt, hallo liebe Marina, wo man denkt, irgendwas stimmt da nicht. Hallo lieber Thorsten, irgendwas stimmt da nicht. Es fühlt sich nicht rund an in meinem Leben. Ich mache tagsüber Dinge, die mir nicht wirklich Freude bereiten, die nicht wirklich mein Herz berühren. Das ist irgendwie nicht wirklich meins. Ich gebe da viel mehr Energie rein, als ich Energie bekomme. Und das sind alles so die ersten Botschaften, die die Seele uns schickt. Und nun haben wir es natürlich auch nie gelernt, diese Botschaften wahrzunehmen, weil wir sind ja Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken. Wir sind Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken. Man hat uns ja, danke für die Herzen, man hat uns ja nie beigebracht, in der Kinderstube zum Beispiel, wie man das bei den Aborigines zum Beispiel beigebracht hat. Wenn die Seele dir eine Botschaft schickt, dann macht sie das über die leise Sprache der Seele über ein Gefühl. Und wenn deine Seele dir ein Gefühl schickt in Form einer Botschaft, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, auf dieses Gefühl zu lauschen, es zu deuten, was will meine Seele mir damit sagen, und dann dem zu folgen. Das hat man uns ja nicht beigebracht. Davon sind wir ja in unserer jetzigen Kultur hier noch Lichtjahre von entfernt. Hallo liebe Magi, hallo liebe Manuela.
So, wir haben also nie gelernt, die leise Sprache unserer Seele zu deuten und diese Botschaften wahrzunehmen. Und dann kannst du dir das so vorstellen, dann wird die Seele einfach mal kreativ und nimmt den Körper zu Hilfe. Das heißt, zum einen, wenn wir natürlich viele Dinge jahrelang machen in unserem Leben, die uns mehr Energie rauben, als dass sie uns Energie schenken, dann entsteht ja da schon mal irgendwo ein Defizit im Körper. Das ist das eine, warum der Körper dann Disharmonien zeigt oder auch Krankheitssymptome nennt, wie du es nennen magst, Disharmonie oder Krankheitssymptom. Und wenn wir das dann auch noch weiter missachten, dann wird die Seele einfach über den Körper kreativ und dann schickt der Körper uns einfach Symptome, psychische Symptome oder auch wirklich körperliche Reaktionen, wie das bei mir einfach auch mal war, in Form von Augenschmerzen, Magenschmerzen. Ich hatte kürzlich auch noch mit einer Frau gesprochen, die hat ganz extrem Probleme mit den Händen, mit den Knien und mit den Füßen. Ich meine, die Hände stehen davon, stehen energetisch gesehen dafür, ins Handeln zu kommen, etwas zu kreieren, also das eigene Ding zu machen. Mit den Füßen bewegen wir uns im Leben fort, bewegen wir uns fort in unserem Leben, sind auf unserem Weg. Und die Knie stehen auch für die Beweglichkeit in unserem Leben. Und das sind auch alles Botschaften, die unsere Seele uns auf unterschiedlichste Art und Weise schickt. Nur je länger wir sie missachten, je länger wir sie nicht wahrnehmen, umso stärker werden die Päckchen einfach, die die Seele uns dann eben über den Körper schickt. Und dann sind wir natürlich auch in unserer Kultur hier dazu geneigt, oder so haben wir es gelernt, viele eine Pille zu schlucken, egal was, also nicht egal was, also zum Arzt zu gehen und sich irgendwelche Diagnosen stellen zu lassen und Pillen zu schlucken. Und das mag so eine erste Hilfe sein, damit das Symptom einfach nicht mehr da ist, damit die Kopfschmerzen weg sind, damit die Gliederschmerzen weg sind, damit die Magenschmerzen gelindert werden oder solche Dinge. Aber letzten Endes wird die Ursache damit ja nicht bekämpft. Das ist so, wie wenn du mit dem Auto unterwegs bist und dein Motor zu wenig Öl hat und die Kontrollleuchte geht an und du würdest ein Pflaster aufs Armaturenbrett kleben, damit du die rote Kontrollleuchte nicht mehr siehst. Und so verhalten wir uns letzten Endes dann, indem wir Pillen unter Umständen schlucken und Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursache, was die Seele uns damit eigentlich sagen möchte. Und natürlich sind diese seelischen, psychischen Erkrankungen, um es mal so auszudrücken, jetzt nicht immer der Auslöser, um seinen Seelenplan zu entdecken, um seinen Seelenberuf zu kreieren, um zum Beispiel mit mir zusammenzuarbeiten, dass das eben auch auf dem kürzesten Weg funktioniert, sondern es sind wirklich so allerletzte Botschaften von dem Universum, von der Seele. Klüger ist es natürlich, wenn ich um diese Dinge weiß oder diese Dinge mal erfahren habe, zu schauen, okay, wo schickt mein Körper mir denn vielleicht schon Botschaften? Es sind jetzt schon gelbe Karten, vielleicht sind es auch schon rote Karten, was schon richtig ernsthafte Symptome sind. Und es wäre doch jetzt ganz klug, mal eine Entscheidung zu treffen, mich wirklich auf meinen Herzensweg zu begeben. Beziehungsweise, wenn ich um diese Dinge schon mal weiß, diese Dinge erfahre, wie du jetzt hier, dann ist es natürlich auch klug, wenn du noch keine körperlichen Symptome hast in der Richtung, die zu vermeiden. Bring dir mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Abgesehen von diesen vielen Disharmonien, die ich eben erwähnt habe, wo ich einfach auch mal angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und mich damit zu beschäftigen,
dass die dann natürlich alle auch verschwunden sind nach und nach, dass ich in der Richtung kein Thema mehr habe. Als es letzten Endes so in mir rumort hatte, morgens an den Arbeitsplatz zu gehen, mich an den Arbeitstisch und an den Schreibtisch zu hocken und mich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich meine, ich hatte ja zuvor schon nebenberuflich damals die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet. Da habe ich ja schon zum großen Teil viel gemacht in meinem Leben, was mir wirklich am Herzen lag, nämlich andere Menschen wie dich dabei zu unterstützen, auch auf den Weg ihres Herzens zu kommen. Aber dann war einfach irgendwann der Punkt da, wo ich gemerkt habe, dass ich dann nicht mehr zu 100% authentisch bin, denn in der Praxis, als ich noch 1:1 Coachings gemacht habe, habe ich dann in der Praxis meinem Gegenüber erzählt, folge unabdingbar deinem Herzen, aber ich selbst bin einfach noch Kompromisse eingegangen. Und je länger meine Seele mir da so diese Botschaft geschickt hat oder diese Gedanken geschickt hatte, dass ich eigentlich gern authentisch unterwegs sein möchte und auch dass mein eigenes Leben authentisch so leben möchte, wie es mir wirklich entspricht, ohne Kompromisse, da habe ich so ganz klar, und da bin ich froh drum, dass ich da rechtzeitig die Kurve gekriegt habe, von meiner die Seele die Botschaft bekommen, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht erklären, ich kann es dir einfach nur so weitergeben, wie es war, dass ich so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht endlich zu 100% authentisch meinen Herzensweg gehe, dann lässt die Seele sich auch noch größere Herausforderungen einfallen, sprich, schickt mir noch die Diagnose Krebs. Weil letzten Endes, wenn man im Leben so dahin krebst, im wahrsten Sinne des Wortes, wir können da so viel unserem Volksmund, unserer Sprache einfach auch entnehmen, dann mag letzten Endes auch der Krebs kommen. Und das war so eine innere Stimme in mir. Und ich bin wirklich der Auffassung, man kann alles heilen. Es können auch wundersame Heilungen geschehen. Aber vor dieser Diagnose, damit wollte ich mich einfach nicht auseinandersetzen. Und das war mit der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, liebe Seele, ich lausche jetzt auf dich. Ich gehe jetzt zu 100% authentisch meinen Weg und reiche eben auch die Kündigung ein. Mit allen Kompromissen, ohne Plan B. Ich gehe jetzt einfach da durch. Aber so weit muss es nicht kommen, wenn du noch keine körperlichen Reaktionen hast, dann brauchst du es nicht erst dazu kommen zu lassen. Nur viele von uns haben einfach schon körperliche Reaktionen in Form von Schlafstörungen, in Form von Hautproblemen, in Form von, ja, auch der Gewichtigkeit. Auch wir versuchen ja auch unter Umständen die Süße im Leben, also das, was uns fehlt im Leben, was uns wirklich erfüllt, was uns energetisch erfüllt, zu stopfen, indem wir hier Dinge reinstopfen, die uns auch nicht gut tun, oder indem wir zu viel in uns hineinstopfen, damit meine ich jetzt Essen, was einfach auch, ja, zum Beispiel zu einem Missverhältnis zwischen Größe und den Kilos, die wir auf die Waage bringen, führt. Du weißt, was ich meine. Das sind alles Dinge, Muster, die da in uns aktiv sind, die uns auf irgendeine Art und Weise bewusst oder unbewusst zum Reagieren bringen. Aber das muss alles nicht sein. Wenn du hier in der Gruppe bist und sagst, okay, ich habe noch keine Disharmonien, mir geht es wirklich rundum auch gesundheitlich gut. Wenn du zu den wenigen gehörst, dann schätz dich glücklich und schau, dass du nichtsdestotrotz auch rasch wirklich deinen Seelenplan entdeckst und daraus deinen Seelenberuf kreierst. Denn letzten Endes bist du ja auf der Suche nach dessen. Sonst wärst du ja nicht hier in der Gruppe. Irgendwas spricht dich ja an. Damit es eben nicht
zu Krankheitsbildern kommt, zu Disharmonien oder gar eben auch die nächste Stufe auch zu psychischen Erkrankungen. Okay, also du selbst hast es letzten Endes immer in der Hand, Entscheidungen zu treffen, auf dein Herz zu lauschen, die Botschaften deiner Seele und wenn es auch jetzt noch nur Gefühle sind, dass du Gefühle in dir hast, die dir sagen, ich bin nicht voll und ganz auf meinem Herzensweg unterwegs. Das ist nicht voll und ganz das Leben, das ich mir eigentlich mal vorgestellt habe, mit mir, mit meinen Kindern, mit meiner Familie. Dann triff eine Entscheidung, heute dich noch mit ersten Schritten auf den Weg zu gehen, auf den Weg zu begeben zu deinem Herzen. Und ein erster Schritt kann da einfach sein, dass du dich bewirbst für eine kostenfreie Durchbruchssession. Dass wir im kostenfreien Gespräch einfach da mal Klarheit schaffen, wo genau sind denn die Knackpunkte in deinem Leben und welche Schritte können wir da gemeinsam tun. Denn oft ist es einfach auch so, dass man sich selbst so gefangen fühlt und gar keine klare Sicht hat auf sich selbst und diese Dinge gar nicht erkennt. Und das ist das Wertvolle, eben auch bei einer Durchbruchssession, dass ich als Außenstehende da mit dir draufschauen kann und dir da wirklich helfen kann, die Augen zu öffnen, wo genau die Diskrepanz zwischen deinem jetzigen Leben ist und deinem wirklichen Leben in deinen kühnsten Träumen, wie du es dir jetzt aber vielleicht selbst gar nicht mehr zu erträumen wagst, weil die Prägungen, der Denker, der Verstand dann so schnell dabei ist und dir schon wieder erzählt, das geht ja nicht, weil, das funktioniert ja nicht, weil. Und da sind auch so viele Dinge, die einfach unbewusst ablaufen. Oder ich brauche das nicht, das ist ja nicht notwendig. Oder wir sind auch manchmal so süß, dass wir uns mit so vielen Dingen trösten. Da draußen gibt es doch so viele Menschen, denen geht es noch schlechter wie mir und, und. Und uns dann damit trösten und unser Leben wiederum schönreden. Schau mal, ich glaube, in jedem von uns, auch in dir, steckt so ein Stück weit ein Helfersyndrom, dass wir helfen möchten, anderen Menschen, auch der Welt, den Tieren, den Pflanzen, was auch immer so dein Anliegen da ist. Und das funktioniert einfach am besten, indem du herausfindest, was genau dein Ding ist, was deine Mission, dein Seelenplan ist, dass du rausgehen kannst, dich zeigen kannst und ja, zum Problemleser für viele Menschen unserer Erde oder wen auch immer da draußen wirst. Und der zweite große Aspekt dabei ist einfach auch das liebe Geld. Hallo, liebe Irmgard. Das liebe Geld. Denn wir leben nun mal in einer materialistischen Welt. Und es ist auch gut, dass wir Geld als Tauschmittel haben. Und dann ist es einfach sehr hilfreich, wenn ich mir erlaube, Geld in mein Leben zu ziehen, um es wieder weiterfließen zu lassen. Um auch da wieder anderen Menschen beizuhelfen oder einen Mehrwert zu stiften oder dazu beizutragen zur Heilung von Mutter Erde oder von Projekten und dem oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge da draußen, die es wirklich wert sind, auch da finanziell zu unterstützen. Nur solange ich mir selbst nicht erlaube, in meine wahre Größe, Kraft, Energie und Stärke zu gehen, mein eigenes Ding zu machen, meinen Seelenplan zu entdecken und dafür wirklich zu gehen und mir dann eben auch nicht erlaube, die notwendige Geldenergie in mein Leben zu ziehen, also mein ganzes Mindset auf Empfang zu stellen, funktioniert das alles irgendwie nicht. Okay, also, wenn dein Körper dir jetzt schon Disharmonien schickt, das ist jederzeit veränderbar und nimm das als Botschaft an, da jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen, deinem Leben mal die wirklich von Herzen gewollte Richtung zu geben. Das ist alles möglich, auch für dich. Und wenn du noch keine körperlichen Reaktionen hast, wenn deine Seele noch nicht so weit gefroren hat, wie ich das früher immer gerne ausgedrückt habe, dass sie dir noch keine Disharmonien schickt,
dann wäre es doch klug, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen und jetzt wirklich die Entscheidung zu treffen, dich auf deinen Herzensweg zu begeben, endlich deinen Seelenplan zu entdecken, deine Einzigartigkeit, den roten Faden in deinem Leben zu entdecken. Zu entdecken, was dich einzigartig macht und dir die Frage zu beantworten, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt und da zu helfen. Und das sind alles Dinge, die wir wirklich in einer kostenfreien Durchbruchsession durchleuchten können, anschauen können. Hallo, liebe Manuela. Damit auch du endlich da in die Richtung durchstarten kannst, weil eines können wir nicht, weder ich noch du noch gemeinsam. Wir können keine weitere wertvolle Lebenszeit, die an uns vorbeirauscht, zurückziehen. Das ist neben dem Leben, das wir geschenkt bekommen haben, ist die Lebenszeit wirklich das Wertvollste, was wir haben. Und da gehen wir oftmals so mit unserem Leben um, als hätten wir noch viele Leben. Unsere Seele mag viele Leben schon gehabt haben, auch noch in der Zukunft viele Leben haben. Aber jetzt, im jetzigen Moment, in diesem Körper, das Leben ist das Einzige, was wir haben. Und das sollten wir doch in der Richtung zu schätzen wissen, dass wir es auch wirklich leben. Und dass wir das Päckchen, was wir mitgebracht haben, nämlich unseren Seelenplan, doch hier endlich auch mal auspacken und leben. Und unser Leben feiern und uns erlauben, ein wirklich großartiges, tolles Leben zu führen, so wie es dem eigenen Herzen entspricht. Okay? Bis ganz bald. Ganz liebe Grüße. Ciao.